Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room for All Sins. So. Ja. Nein, das nicht. Falsch. So. Bitte einmal drehen. So. Und jetzt, ein kreuzförmiger Sockel. Ja, schön für den Sockel. Und so. Okay. Fünfundzwanzig. Aber für was? Bestimmt für hier. 25. Und jetzt brauchen wir noch Buchstaben. Kann man die wieder reinschrauben irgendwie? Nee. BF. Okay. BF. Interessant, interessant. Der kommt da rein. Schön, schön. Oh, cool. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Holy shit. So, wer das lesen möchte, ihr wisst Bescheid, einmal auf Pause drücken, ne? So. Wollen wir mal gucken. Ein Modellschornstein. Sehr schön. Gibt's hier noch mehr? Anscheinend nicht.
Nö. Das hatten wir schon draußen. Gut. Der Schornstein kommt dahin. Von hinten kann man das nicht angucken. Schade. Okay. Das ist auch noch nicht ganz richtig. Ja, gleich habe ich's. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Kommt jetzt. Ja, und das nächste Räumchen. Kuriositätenzimmer. Alles klar. Da ist hier das Büchlein. Ihr wisst Bescheid. Hier sehe ich doch gleich schon noch mal was. Da fehlt die Hälfte. Ohne die geht gar nichts. Ich habe hier noch dieses komische Ding. Also irgendwo ist etwas, wo was fehlt. Aber wo? Aber wo, aber wo? Ja. Ah, okay. Schräg nach unten, schräg nach oben. So. So.
Ich habe das jetzt spiegelverkehrt gemacht. Dann, okay, dann einmal schräg nach oben, schräg nach unten. So. Und so. Na, willst du mich verarschen, ne? Boah, leck mich doch fett. In der Ecke des Kurierzimmers eine Vitrine, die ich mir mal anschauen sollte. Hier sind viele Schränke und Vitrinen. Das ist eine Vitrine, das ist eine Vitrine. Oh Mann. So, und jetzt? Oh Mann. Ja, das passt aber so nicht. Nee, das passt auch nicht. Da passt es. So. So. Hä? So. Das müsste Amerika sein. Was ist eigentlich hier der Pöppel? Für nix. Ja. Sag ich ja. Gibt's da noch einen Aufgang? Nee. Wie? Das jetzt, ja, nee, das geht nicht. Okay. Es geht nur hier rein. Wow.
Das soll mir doch mal einer sorgen. So. Ist gar nicht so einfach. Okay, wir haben ein Holzstück. Ah, okay. Da unten muss frei sein, also ist das dann da unten. Ja, Moment, wenn das spiegelverkehrt ist, dann eher so. Das nach oben, das nach unten. So. Ja, und nichts davon ist richtig. Warum das? Unten, da und da. So hier. Es müsste ja normalerweise wirklich alles spiegelverkehrt sein, aber dann passen die zwei Dinger hier nicht mehr. Die müssen ja nach außen gucken dann. Das wäre dann also... Keine Ahnung. Hä? Muss das gleich sein? Dann ist das nach unten und das nach oben. Nee. Doch. Hä? Ich habe das jetzt 1:1 nachgemacht, aber irgendwie... Das will nicht so, wie ich will. Ich verstehe das hier nicht. Oh wow. Ja. Da hätte man vielleicht mal drauf achten sollen. Ja, bla bla bla. Ich hätte gern das Stück. Da. Und ein Piratenschiff. Das kann man dann aus dem dritten Teil. Da ist die Murmel. Aha.
Okay. Dahin. So, das war eigentlich easy. Ja. Anubis-Maske. Kommt bestimmt da drauf. Wer hätte es gedacht? Altes Bügeleisen. Und jetzt? Ja. Ah, okay. Ja. Da haben wir den Griff für den einen fetten Ofen. Ja, das müsste der sein. Weil hier, glaube ich, gibt's nichts mehr. Oder? Und wenn dann auf jeden Fall erst später.
Ja, das sieht sehr interessant aus. Das sieht sehr interessant aus. Ja, wir gehen erstmal, würde ich sagen, hier wieder raus und in den nächsten Raum. Da unten war das. So, einmal dahin. Sesam, öffne dich. Okay. So. Hier fehlt auf jeden Fall noch irgendwas. Ach, ich muss das so rum machen. Wow. Ein Rädchen mit einem Dreieck. Ach du. Ja. Wo konnte man das noch mal anbringen? Wo war so ein Dreieck? Das ist jetzt die Frage. Wo war so ein Dreieck? Das hatten wir komplett fertig. War hier irgendwo was mit einem Dreieck? Oder mit so einem Y? Nee. War hier irgendwie sowas? Ja, okay, ich habe da was rausgefunden, was ja vielleicht sogar wichtig ist. Das Teil da hinten geht aber auch nicht höher. Nee. Okay. Okay, wie es aussieht, können die Wasserrohre in der Küche Wasser in zwei verschiedene Richtungen führen. Im Moment ist es allerdings nicht möglich, das Wasser umzulenken. In der Küche. Okay. So, ich wusste doch, irgendwo hat man das gesehen. Okay. Jetzt geht's bestimmt ins Arbeitszimmer.
Ja, genau da rein. Ob wir das Rätsel aber lösen, erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye. Rockstar, dance until I drop, my love is a fire.